Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit der Tibra Nachtwind. Grüß euch. Mit mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, der nächste Job steht an für die Tibra Klassiker First World Bank. Ja, wir ackern uns durch. Ne? Schwierigkeitsgrad normal. Richtig. Genau. Ausrüstung nach wie vor bei mir. Überleg gerade, was ich mitnehmen soll. Ja, ich glaube, ich bleibe bei dem. Brauchen wir da drin die Säge? Ja, da gibt es, glaube ich, Kassenautomaten. Dann werde ich auf die 6er gehen. Da habe ich nämlich auch 2 Sentry Guns mit. Das ist nie schlecht. 2 Munipacks und die Säge. Okay. Und die Schrotflinte, das sollte passen. Geht's? Ja, ich bin bereit. Dann starten wir. Und rein. Genau, da ist da ein Kassenautomat und ich glaube drinnen auch. Du kannst ja mal ein bisschen umsehen, aufpassen, da sind die überall Wachen. Drinnen oder raus? Ja, ja. Herinnen. Draußen ist nichts, da ist nur die Front von dem Gebäude. Weiter okay, kommst du. Ich habe mein SWAT-Outfit. Ja, First World Bank ist wirklich ein schöner Auftrag, also gefällt mir sehr gut, weil es einfach ein Riesengebäude ist. Okay, oben sind Wachen. Genau, da müssen wir die Schlüsselkarte vom Bankdirektor, der steht da in der Mitte ganz oben. Wir können mal probieren, dass wir so spät wie möglich erst auslösen. Aber ich glaube, wir werden es im Stealth-Mode natürlich nicht schaffen, mit der Ausrüstung, die wir da mit haben. Was war jetzt gerade? Da ist eine Kamera. Okay. Ah ja. Der Mister hat uns geholfen beim Safehouse. Ja, ja, da würde er stehen. Aber wir machen es sowieso laut. Wache kommt von hinten. Laut. Yes. Yes. Okay. Gut. Ich gehe nur mal raus, weil ich mache gleich die Geldautomaten. Links oben steht dann eben, was man als erstes zu machen hat. Mhm. Ich konzentriere mich zu Beginn einmal rein auf die Geldautomaten. Der Bankdirektor. Ich setze die Maske auf. Let's get up and go. Okay. Bankdirektor ist oben, hast du gesagt, gell? Ja. Oben in der Mitte. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Na danke. Und ich habe die Schlüsselkarte. Sehr schön. Gut. Jetzt geht's ballern an. Ich lasse ihn gefesselt liegen, wo er ist. Ja. So, wo ist der Tresor? Na, Serverraum muss das erst, da liegt die Ausrüstung für uns. Wo ist der Serverraum? Weißt du das noch? Der ist immer verschieden. Okay, ist, wenn, wo wir die Treppen raufkommen sind, in den Gang da, in den seitlichen kann er sein. Okay. Ich habe gerade die WCs gefunden. Serverraum, Serverraum. Ah ja, das schaut interessant aus. So, ich bin im Serverraum. Wo ist die Ausrüstung? Hier ist die Ausrüstung. Das ist die Ausrüstung, okay. Ah. Nett. Okay. Grüße, da ist die Tibra. Ja. Ich habe so, hab zwei Spuren. Bin bei dir, weil ich baue dann vor dem Tresorraum die Sentries auf. Okay, ein Bagger ist da noch drinnen. Ich habe zwei. Habe ich? Okay. Geh mal.
Und zwar müsste es da, müsste es wo runtergehen. Jawohl, da. So, da, da rein. Genau. Und da hinschmeißen. Okay. So, jetzt aufbauen. Ich stelle meine Sentries auf. Und? Fort. Passt. Sehr schön. Okay. So, ich lege hier mal mein erstes Pack auf. Ja, Tussi. Ah ja, da ist er. Beide Sentries stehen. Okay. Ich nehme dem Bohrer meine. So, ich habe noch First Aid Kits. Geldautomat am Bankenmarkt zum Öffnen. Aber ich will hin. Und zwar, wo war der Geldautomat? Okay. Ah, nein, das ist schon. So. Wo ist der zweite Bohrer angebracht? Wir brauchen keinen zweiten Bohrer. Achso, ich dachte, wir brauchen einen zweiten. Nein, ich habe nur Termit, das brauchen wir dann nachher. Zum. Brennen wir dann ein Loch in den Tresor. So, ich komme wieder rüber. Kassenautomaten sind alle ausgenommen. Oh, Scheibenkasten. Die sind ganz schön aggressiv. Was die immer haben, die müssen Banken sorgen. So, der Bohrer hat gestartet. Release the Magnetic Lock, das zeigt sich an, das ist da oben, die zwei sind aber schon oben. Ah, okay. Ich brauche einen Hügel. Ja. Alter, was ist denn da? Achso, das ist ein Computer, glaube ich. Der muss jetzt durchlaufen. Also. Computer läuft. Okay. Da runter, meine Senke, das werden wir auch sehen. Wird. Oh, oh, Bohrer steht da. Ja, ich habe mich zu weit weggeritzt, gesagt. Beide Senke arbeiten wieder. Vielleicht mit der Bohrer. Aua, wie schlägt mir da? Ich habe ihn.
spiele diese Interessen nochmal ab. Bora arbeitet, ist fertig. Okay. Gut, dann nehmen wir das mit. Unsere Sintris. Und los geht's. Da geht's lang. Ich lauf danach. So, jetzt muss ich da diese brennbare Flüssigkeit auf dem Boden deponieren. Dann rausgehen, weil da brennt es jetzt gleich fürchterlich. Ich habe auch noch. Und das geht schon los. Das, okay, das kannst du da dazulegen. Kann ich auch da? Ja, aber pass auf, dass du keinen Schaden kriegst. So. Muss ich da nur irgendwas machen? Na? Achtung, Schaden. Ach ja. Na, das brennt ganz schön. Schmelzt den Boden, genau. Und wir kommen dann da unten kommen wir raus. Also da, wo wir jetzt das Loch brennen, wenn du da vorlaufst, dann siehst du Treppen, die da runtergehen. Und da ist dann die große Tresortür, da kommen wir dann mit den Taschen raus. Okay. Die müssen wir dann da nach oben schaffen und da hier vorne, da ist so ein Lüftungsgitter, steht da an der Wand. Okay. Da geht ein Schacht rein, da müssen wir es dann reinwerfen. Und dann flüchten wir. Beim Flüchten, da muss man nur mal quer durch die Bank. Man kann auch den Eingang immer wieder saubern, da vorne, wo wir reinkommen sind. Da stehen sie eh schon massiv. Also bist du unten? Nein, nein, da wo wir reinkommen sind. Aber da entlang. Aber da ist eh jetzt der andere auch noch vorne. Okay. Und da links vorne, da geht's durch den Gang, aber da hat jetzt gerade einer noch mitgezögert. Den Boden. Ja, ja, das dauert dann einige Zeit. Du kannst dann, wenn wir unten sind im Safe, kannst dann wieder vorher deine Heilpacks deponieren. Und beim Taschen raufräumen. Im Safe. Sicher der eine oder andere Schaden. Ja. Das ist so ein bisschen der Rückzugsort. Okay. Leert den Tresorraum, es geht schon. Passt. So, ich stelle mir die Sentries noch einmal auf. So, das heißt. Die werden uns da Unterstützung leisten. Durch das Loch durch? Ja. Komm schon. Wow. Oh ja. Money, money, money. Okay. Ups, da sind wir. Genau, alles einsacken. Und alles einmal vor zur Tresortür. Genau. Let's carry this stuff the fuck out of here.
So, da ist schon offen. Ich leg da jetzt zeitlich da mein Minipack her. Und du kannst zeitlich auf der anderen Seite die erste Hilfe-Packs hinlegen. Und ich schaue mal, ob ich da noch die Schließfächer aufmachen kann. Nein. Ich glaube, das habe ich eh schon mal probiert. Das sind da meine. Ich habe aber nicht alle aufgelegt. Nein, nein. Ich heb da noch welche auf, ja. Okay. Wir haben dann nur einen langen Weg, bis wir in Sicherheit sind. Wir sind dann nur mal quer durch die Bank. So, jetzt immer noch vorschmeißen. Okay. So, ich, okay. Dann nehme ich das. Passt. Wohin? Ah, davor, okay. So, und jetzt geht's raus. Habe ich nicht noch was am Rücken? Nagel? Nein. Du kannst jetzt da beim Ausgang raus, siehst du mich? Ja. Ja. Jetzt laufen wir praktisch den ganzen Weg retour. Beim Moneypack kannst du nur mehr aufnehmen. Okay. So, jetzt müssen wir rauf in den ersten Stock, der vorne bei der Treppe. Ja, ich kann da nicht warten, wir stehen da in einem offenen Halle. Ich hab noch Minipack genommen. So, da bin ich. Da. So, da rein, da, hallo. Da. Seitlichen Eingang. So, jetzt, sorry, da vorne müssen wir glaube ich durch, oder? Nein. Wo ist denn das Loch? Ah, da ist gesprengt, ja, genau. Irgendwo sprengt man da dieses Loch. So, jetzt da durch, genau. Okay. Da ist nur ein Tresor. Ich stelle da meine Sentries auf. Den nehmen wir auch noch mit. Das dauert aber lang. Wir schauen noch den Beschleunigen kann, aber ich glaube, ich habe bei dem Profil nichts geskillt. Ja, von das war zum Öffnen. Okay. So, du kannst, wenn du willst, schon nach unten laufen. Okay, da durch, ne? Ja. Da durchs Treppenhaus, genau. Okay. Yes, ich bin hier. So, und da jetzt, da lang. Nach vor. Da rein, na, da um die Ecke. Daher. Und da. Okay, so, jetzt helfen wir da und in den LKW verladen wir jetzt alle Packs. Okay. Ups. Ich lauf vorbei. Okay, wir haben alle, oder? Ja. So, jetzt fehlt der da oben. Soll ich mit? Nein, nein. So, der hat übersehen, dass einem der Bohrer getroffen ist.
Gringo down, do not come here. Er ist der Beste. Der Beste der Besten. Der Beste der Besten, ja. So, jetzt werden die Sentries leer, jetzt wieder geschwitzen da oben alleine. Wobei, wir haben den Schwierigkeitsgrad normal, also es ist nicht so schlimm. Es ist lösbar. Ja, ja. Was schießt er denn? Ja, der schießt einfach so langweilig. Just fun. Okay. Beute gesichert. Was tut er jetzt? Warum geht er nicht weiter? Okay. Wir warten! Mister! Ich glaube, jetzt läuft er. Jetzt kommt er. Jetzt haben wir den kleinen Seegler noch mit. Keine Ahnung. Wenn er sie reinstellen würde, da wäre es besser. Okay. Ja, dann werden wir fertig werden. Es gibt ja nichts zum Schießen. Ich nicht. Sie haben einen Spaß daran, das herumschießen. Ja. Junge. So. Bleib da. Okay. Ah, der hat mich nicht eingeholt. müssen wir mal schauen, ob wir... Ja, es passt. Leider vergessen, dass ich Pakete schaue. Weil die werden da sicher einige herumgelegen. Ja. Ja, ich vergiss auch immer. In so, einer großen Bank findet man 5, 6. Na gut. Ja. Ich bin 79. Kleine Karte. Was kriegen wir Schönes? Okay. Jawohl. Oh. Sehr schön. Gut. Hauptsache die Leiste. Das war First. Wie hat es geheißen? First World Bank oder so? Ja, so etwa. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Job von der Tibra und bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.